bringen das Ding jetzt raus, aber bringen es nur zu Tyler McNeely. Dessen Versuch wird abgeblockt, aber Edfelder nach links gespielt auf Daxelberger. Daxelberger im Zweikampf gegen Schaufischer. Tor! 1:0 für die Starpols Rosenheim. Das ist die 6. Spielminute. Ich war hier gerade dabei, meinen Spielbericht zu sortieren. Habe jetzt das Tor, ehrlich gesagt, nicht mitbekommen. Aber egal, die Starpols führen hier. Aus heiterem Himmel hätte ich jetzt beinahe gesagt, nein, stimmt nicht. Sie hatten ja schon... Wade mit Laut. Schöner Pass auf Stretch. Der macht das Tor. 2:0. Jubel im Rosenheimer Kartrhein-Stadion. 26. Spielminute. Es steht 2:0 für die Starpols Rosenheim. Ein Traumpass auf DJ Stretch. Sagen wiederholt. McLeod nochmal am Pullikreis in der Mitte. Lauert Stretch. Dahinter ist es Neuert. McLeod schießt. Vollmer mit dem Schoner. Noch eine Schussmöglichkeit. McLeod. Tor! Tor! Christian Neuert ist es. Nicht mit McLeod, Christian Neuert ist es. Der schießt einfach und Florian Vollmer hat, Joey Vollmer hat Pech. Ihm rutscht die Scheibe unter der Achsel praktisch durch. Er wollte die Scheibe noch fangen und dann rutscht ihm das Ding unter der Achsel durch. Aber es war auch ein dickes Geschoss von Christian Neuert zum 3:0 für die Starpols Rosenheim. Sie Rosenheim. Und davon müssen sich jetzt die Garmischer zunächst einmal erholen. Kommen schon über die blaue Linie. Pass in die Mitte, die Riesenschuss! Und dann ist das Ding drin, oder? Ist er drin? Ja, er ist drin. Er ist drin. 3:1 der Anschlusstreffer. Die Antwort des SC Rissersee. Schneller Gegenzug und dann hat auch hier Timo Hertenpech, dass ihm die Scheibe irgendwie durchrutscht. 13:22, also alles noch in der 47. Spielminute. Das werden wir nachher gleich nochmal uns anschauen. Und dann ist die Scheibe hinter dem Kasten. Ich weiß nicht, ob sie abgefälscht war oder was auch immer. Aber die Rosenheimer bringen das Ding raus. Jetzt kommt die Möglichkeit der Starpols. Jawohl, da fährt er alleine aufs Tor zu McLeod. Macht den Treffer. 4:1. Und das war wirklich ein sehenswertes Tor. In Unterzahl. Wade McLeod, da rutscht er aus an der blauen Linie. Dann rappelt er sich noch mehr auf. Fährt auf Joey Vollmer zu. Und dann hat er nicht gemeint, er hat sich die Scheibe zu weit vorgelegt. Und dann zieht er ab. Und das Ding ist im Netz. 4:1 für die Starpols. 52. Spielminute. Rückhand, Herd, und jetzt ist das Ding drin. Jetzt ist das Ding drin. Jetzt steht es plötzlich nur noch 4:2. Tim Richter war der Torschütze zum 4:2. Aus heiterem Himmel kann man sagen. 3,5 Minuten vor Schluss. 3 Minuten 16 vor Schluss. Wir sind in der 57. Minute und jetzt wird es wieder spannend. Jetzt 2 Meter am Kasten vorbei. Schade, aber gut gemacht hier von Wade McLeod. Noch 10 Sekunden, die Zeit läuft für die Starpols. Fehlpass, der Garmischer und der nächste Befreiungsschlag. Und das war's dann auch. Die Starpols Rosenheim gewinnen das Bayerische Eishockey-Derby vor 3.175 Zuschauern, verdient gegen den SC Rissersee.